herzlich willkommen zur 51. Folge Banished. Weiter geht's mit unserem riesengroßen Neubaugebiet. Und uns ist das Holz schon wieder ausgegangen. Aber das kostet hier halt irgendwas. Kostet 200, 400, 600, 800, 1000. 1200, allein das hier. 300, 400, 600, 700, 800. 1900, 2000, knappe 2, ein bisschen mehr als 2000 Holz brauchen wir dafür noch. Das hier ist alles Lumber, haben wir auch viel zu viel von gemacht. Die brauchen ja auch noch Holz zum Ich wollte gerade sagen, aber der Balken war gerade genau dahinter versteckt. Leider. Wir holen aber auch hier ordentlich was raus. Gäse was hat. Eigentlich müssten wir hier Powerstar Garrison. Eigentlich müssten wir jetzt hier immer noch eine Hand in Cabin mit dazu bauen. Sollten auch einiges an Tieren rumlaufen. Na, es geht. Ja, hier haben sie den Wald schon ins Wohngebiet mit reingepflanzt. Die Natur erobert sich halt nach und nach alles wieder zurück. Hier oben geht's noch. Das hier wächst auch schon hier unten rein. Gut, hier oben haben wir halt alles platt gemacht. Hier ist halt auch alles auf die Wege wieder zurückgewachsen. Aber ist auch gut so. Das man ja BAMS! Der Einkauf hat sich richtig gelohnt. Ja, und wie gesagt, Essen ist im freien Fall. Sehr schön. Da haben sie wenigstens auch schon mal eins fertig. Ach stimmt, die kosten ja auch noch mal jeweils 50 Holz. Hui. Oh, den zweiten haben sie. Es wäre super, wenn erstmal die drei hier fertig kriegen würdet. Was bringt ihr hier ran? Steine, Holz, Steine. Bienenwachs. Du hast Steine? Steine oder Woolcoats oder irgendwie sowas in die Richtung. Komm, steh hier nicht rum, arbeite. Achso, bist ein Kind. Okay, darfst zugucken.
haben sie auch schon ordentlich. Ach so, ihr geht jetzt hier hoch und hilft hier mit, den Wald zu roden. Das ist gut, das ist gut. Wie sieht denn das jetzt aus? Haben sich die hier ein bisschen besser verteilt? Ja, guck mal, die Arbeit, wo, aber wohnen jetzt alle hier vorne. Die auch, alle da vorne. Die auch, alle jetzt hier. Die auch, alle jetzt hier. Das heißt, die Wege werden kürzer. Und die Produktivität sollte dann hier. Deutlich, also wirklich deutlich steigen. Das müsste man hier sehen, weil die laufen schon ein bisschen besser. 147, 383. Ach so, die machen Kohle als Material. Können wir das kurz ausstellen? Eigentlich nicht, ne? Wir brauchen halt unsere Leute. Ach, hier wird jetzt geerntet. Vorjahresniveau werden wir nicht hochkommen. 217, also knapp 17.000 fehlen uns aktuell. Da haben wir aber 2.300 Leute gehabt. Nee. 2.300 haben wir verbraucht, also ist wie. Guck mal, wir sind von 3 Folgen oder beziehungsweise 2,5 Folgen sind wir von 2000 Leute auf 2020 wird langsam echt kritisch. Vor allem, weil wir jetzt ja eh nur noch auf Zweifachgeschwindigkeit spielen, wenn die jetzt sich so weiterentwickeln, dann gehe ich mal davon aus, dass das Let's Play innerhalb der nächsten grob geschätzt 10 Folgen an die Kapazitätsgrenzen kommt, weil dann werden wir definitiv bei 3000 sein. Also ich sage mal so, 3000 ist das Ziel noch. Und dann wird es wahrscheinlich eh mehr oder weniger unspielbar werden. Aber 3000 ist das große Ziel, was wir uns jetzt noch nehmen und dann werden wir wohl diese Staffel beenden werden müssen, tun sollen. Obwohl wir halt noch so viel zu tun haben, ne? Ist fertig. Warum werden eigentlich die hier unten nicht fertig gemacht? Glasprobleme? Keine Glasprobleme. 800 noch. Holz und jetzt vor allem auch Steine. Wir haben die ganzen Steine verbraucht. Da sind noch zwei kleine Flöts.
Da ist noch ein Flöz. Da ist auch nur noch ein Flöz. Und hier unten wird wahrscheinlich gar nichts sein. Alles leer. Oh doch, hier, guck mal. Fast unser ganzer. Ach so. Und da kommen auch gerade massiv viele Leute hier unten gerade unser ganzes Lager leer machen. Na klar, sicher. Jetzt ist ja auch wieder der Punkt. Wir haben ja jetzt den Großteil unserer Farmer frei. Das heißt, jetzt im Winter sollte ja einiges passieren. Ja, mega. Das ist natürlich super. Also werden die jetzt hier ganzen Steine hier hochbringen, werden jetzt hier anfangen, ordentlich Holz zu schlagen. Und dann soll das hier oben ordentlich vorangehen. Weil guck mal hier. Die holt das aus dem Wald. Achso, die bringen das jetzt doch tatsächlich. Ich dachte, die bringen das gleich vom Wald. Auf eine Baustelle. Du? Aus dem Wald. Wohin damit? Na, wo bringst du es hin? Weil da steht jetzt halt nur, dies arbeiten. Wo bringst du das denn hin? Also auf jeden Fall nicht auf eine Baustelle. So, hast Feierabend gemacht, nimmst das Holz einfach mit und gehst jetzt erstmal den Herbalisten besuchen. Okay, toll. Mal gucken, was hier oben los ist. Hier sind es weiter nur drei. Hier haben wir jetzt aber auch schon drei. Hier oben sind es nur noch sieben. Wir haben bisher dieses Jahr mehr produziert, als wir verbraucht haben. Aber das wird trotzdem nichts. Ich sag mal so, wenn wir jetzt bei knapp 20.000 minus bleiben, dann sind wir ungefähr bei 9 bis 10 Jahre und bis dahin haben wir es auf alle Fälle fertig. Weil es müsste ja irgendwann mal von hier unten der riesengroße Dings ankommen. Boah, die waren schon da, anscheinend. Ja, es ist halt trotzdem noch relativ viel, ne?
Ihr bekommt das hin. Ich bin da doch relativ zuversichtlich. Gut, es geht jetzt natürlich in den Winter, beziehungsweise in den Spätherbst. Da müssen Sie jetzt natürlich aufpassen, wenn die jetzt hier mit 10 Tonnen Stein durch die Gegend laufen, dass sie auf dem Weg nicht ausrutschen. 5 haben sie schon. Wie fahren wir jetzt hier? 5, 10, 20, 28. Na gut, 5 von 28. 5 hört sich viel an, aber wenn man sie sieht, von 28. Liebe Leute, liebe Laboratzen, arbeitet für euer Geld oder für eure Wohnung oder für was auch immer. Ah, hier haben sie es nicht geerntet. Was geht denn da kaputt? Sieht aus wie Korn, ne? Ja, 10% vom Korn geht kaputt. Und 16% von dem Weizen fällt hier auch. Boah, Leute! Wir haben schon Nahrungsprobleme. Das darf absolut gar nicht passieren. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Familienausflug zur Baustelle. So, jetzt hat der Verbrauch unsere Produktion überholt. Oh, schön, eine Kapelle. Ich glaube, es liegt jetzt gar nicht mehr so sehr. Na gut, am Holz auch. Hauptsächlich ist mehr Steine. Hier kommt auch wieder eine ganze Ecke. Steine, Steine, Steine. Holz, Steine, 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 Steine. Holz, Holz, Holz. Steine. Das kommt alles von unten, ne? Weil hier unten ja auch noch abgeerntet wird. Das ist natürlich ein Riesengebiet. So, 6 von 28. Aber dafür sind oben fast alle Häuser so weit durch. Wird nichts. Wir beobachten heute mal hier im Wald. Ja. Zack. Bäumchen weg. Wie viel ist das? Sieht man nicht. Wo geht ihr hin im Wald? Was macht ihr hier? Ach, ihr holt hier Steine. Gut, Steine so aus dem Wald zu holen, ist natürlich auch relativ wichtig.
Wir haben unsere Klamotten, glaube ich, wieder in dem Griff. Wir sind jetzt bei 85 bis 90%. 86. Und weiterhin stark steigend. Also wir kriegen alle, und das freut die natürlich auch, ne? Das heißt, die Zufriedenheit, obwohl. Ist noch nicht 100% in Ordnung. Und die Gesundheit geht komischerweise auch runter. Ich weiß gar nicht warum. Bleibt bei 6 und einer Kirche. Hier unten bleiben 3 frei, da oben bleiben noch 4. Hat sich also nichts getan. Okay, wenn ich jetzt hier bin, muss ich die Geschwindigkeit hier runterstellen. Boah, 56. 50. 50. 40. Ja, super. Das kann man auf dem Taylor upgraden, ne? Wo bist du denn? Weber, Weber. Smithy. Weber, Weber. Bakery, Bakery. Brauerei, Weinerei. Oh, guck mal, die machen P-Codes. Auch 50, 60 P-Codes im Jahr. Sehr schön. Der Wald hier. Boah. Ist wieder einer dazugekommen. Wunderschön. Und da ist auch einer dazugekommen. Wunderschön. Hier unten noch nicht. Da auch noch. Nichts. Holz und Steine. Holz und Steine. Ja, Eisen über da, was brauchen, ist alles da, ne? Mehr auf Steine. Steine oder Holz, ich bitte dich. Leider nicht. Schade, Dankeschön, tschüss. Wie viel holt ihr hier aus? 500 pro Saison. Gut, dann jagen wir euch da auch mit rein. Boah, 1500. Weil dies hier haben wir 1800 produziert und wir haben sie ja noch nicht verbraucht. Die liegen ja da im Moment noch drin. Jawohl, das zweite Ding ist fertig. Wir geben jetzt mehr Steine auf die Leitung. Weil hier halt. Ja, doch. Ja, Steine sind aber relativ viel da, teilweise auch. Das Zeug muss halt hierher gekarrt werden. Das ist halt das Wichtige an der ganzen Geschichte. Gut, aber mit dem Bild hier. Also mit einem riesengroßen Fortschritt verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine tolle nächste Woche. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao.